So, jetzt. So. Ein Spiegel. Ja. Da wohnt Piet drin. Den nehme ich nicht mit. Dann halt nicht. Aber das Nudelholz können wir mitnehmen. Eindeutig ein Nudelholz. Ich habe früher in Conroys Küche gearbeitet. Und ich erkenne ein Nudelholz, wenn ich eins sehe. So, zack. Das ist schwer. Die perfekte Kombination aus Küchenutensil und Waffe. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch die Käfer. Mit denen können wir reden. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Kochkäfer. Davon Conroy meinte, ich darf mir einen als Haustier halten. Aber ich habe mich ständig dran verbrannt. Man muss etwas Bestimmtes zu ihnen sagen, damit sie so heiß werden. Alles klar. Bitten. Magische Wörter. Versuchen wir es mal mit Bitte. Hey, ihr lieben Kochkäfer. Würdet ihr vielleicht, ich meine, wenn es keine Umstände macht, könntet ihr bitte heiß werden? War das ein Ja? Ich glaube, das bringt nicht viel. Dann halt die magischen Wörter. Vielleicht gibt es ein Wort, das sie aktiviert. Ich versuche es mal. Passwort 1. Ist das ein Schwachsinn? Erwachet? Avada Kedavra. Ihr sollt brennen! So wird das nichts. Alles klar. Wir haben keine Ahnung. So, hatten wir hier noch irgendwas, was wir machen konnten? Ah ja, guck mal hier, eine Kurbel. Oh, ein Kuchenteig-Rührgerät. Wozu das wohl gut ist? Um einen Kuchenteig zu rühren. Ich kann doch nicht backen, wenn ich nicht alle Zutaten dafür habe. Haben wir denn Zutaten? Nö, wir haben gar nichts. Sie ist leer. Man muss Zutaten reintun. Die nehme ich erst, wenn Teig drin ist. Guck mal, da oben sind doch Zutaten. Da sind Backzutaten. Leider alle verbraucht. Ach komm. Ich fürchte, die sind alle. Die sind alle. Und die Reibe? Eine Reibe. Damit kann man Dinge reiben. Zack, haben wir auch. Haben wir noch, hier haben wir den Ofen an sich noch. Ein leerer und kalter Ofen. Was soll ich denn backen? Keine Ahnung. So vieles, was du machen könntest. Okay. Was ist das da oben? Ein Poster. Aber ich habe gleich noch eine Idee. Wie bringt man Kochkäfer zum Glühen? Man beleidige sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Anfängern wird geraten, härtere Schimpfwörter zu vermeiden. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Aha. Damit kann man nichts machen. Okay, wir beschimpfen. Kochkäfer. Davon gab es ganz viele in Conroys Küchen. Conroy meinte, ich darf mir einen als Haustier halten. Aber ich habe mich ständig dran verbrannt. Man muss etwas Bestimmtes zu ihnen sagen, damit sie so heiß werden. Gut. Beleidigen. Wie soll ich denn Käfer beleidigen? Moment. Was würde Conroy sagen? Du unwürdiger Wurm! Du bist eine Schande für alle Novizen! Das ist der Grund, aus dem dich deine Eltern bei mir abgegeben haben. Das ist der Grund, aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird. Wow, das klappt ja tatsächlich. Aber vielleicht sollte ich was in den Ofen tun. Wie kühlt man sie nochmal ab? Ach ja, Komplimente. Hey Leute, toll, dass ihr 6 Beine habt. Ich hab nur 2. Hey, es hat geklappt. Dabei war das noch eine von Conroys netteren Beleidigungen. Alles klar. Wenn das nett ist, will ich nicht wissen, was böse ist. Alles klar. Gut. Ich habe jetzt noch eine Idee. Und zwar, wir brauchen das Nudelholz. Halt. Eindeutig ein Nudelholz. Ja. Ich habe früher in Conroys Küche gearbeitet. Und ich erkenne ein Nudelholz, wenn ich eins sehe. Du sollst hier draufhauen. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Gut, dann schauen wir raus. Vielleicht können wir von draußen auf den unteren draufhauen. So, dass wir halt nach oben kraxeln können. So, hier, warte mal. Ding, Mauerstein, los geht's. Ja, und drinnen ist er. Und den da oben komme ich aber, glaub, gar nicht hin. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Und schauen wir nochmal rein.
So, ah, jetzt guck mal. Hey, hopp. Hey, hopp. Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Alles klar, alles klar. Kann ich jetzt den... Ah, warte mal. Die raushauen? Ja! Komm, geh runter. Runter. So muss ich das machen. Ja. So, hautschuck. Jetzt, alle sind draußen. Dann gehe mal hoch. Einmal. 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 Und Ich hoch da. traue mich nicht so weit zu springen. Hier geht es mindestens einen Meter in den Abgrund. Boah, komm. Gut, wurscht. Aber ich kann zumindest die nach innen hauen. Dann machen wir es halt von innen. War jetzt ein bisschen hin und her, aber dann sieht auch die Mauer von außen wieder normal aus. Wir bauten auch eine Mauer mit so weit überstehenden Steinen, also wirklich. Zack. So, rein. Jetzt kommen wir hoch. Und dann schauen wir einfach mal, ob das so funktioniert. So, und hoch mit dir. Ja, es funktioniert. Wir sind oben. Yay. So, und nu? Das Symbol. Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Ja, dann geh hin. Das kann ich nicht verwenden. Haben wir sonst noch was? Wie, das war's. Und ich dachte jetzt, Wunder was? Phosphos mit Farbmotten. Da schwirren Farbmotten. Sie versuchen sich zu verstecken, indem sie sich an den Hintergrund anpassen. Ihr Staub ist grün. Aha. So, warte mal, kann ich noch mal flöten? Warte mal, was war das vorhin? 1 und 4, ne? Okay, da passiert nichts. Alles klar, alles klar. Das ist jetzt tatsächlich weniger interessant gewesen als gedacht. Ich dachte, hier kriegen wir jetzt irgendwas und können in die Ruine oder sowas. Ich kann von hier aus in den Empfang reinschauen. Steve fragt sich bestimmt, was ich hier mache. Ja. Wurscht. Jetzt nochmal runter. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht kann ich ja was mit diesen komischen Motten machen. So, komm. Runter mit dir. Rausgehen. So. Huch. Hey, bleibt doch hier. Ich tue euch doch nichts. Ah, das Ding wechselt hin und her. Und dann sind die hier grün und da braun. Bringt mir das was? Kann ich euch aufstechen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Er ist doch ein Sadist. Ich wusste es. Aber warte mal, vielleicht steht hier was drin. Das Weichkeksrezept. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Alles, was wir nicht haben. Rezept für Weichkekse. Ein Kilo. Okay, das hat man. Ja. Eine gute Frage. Was könnten wir noch tun? Wir nochmal hier in den Innenhof schauen. Der andere ist wahrscheinlich noch am Palabern. Butterkeks. Echt? Bla 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 bla. Ah, guck mal, Nektarinenbeet, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ach, ein schönes Beet voller Nektarinen. Man sagt, in ihrem Saft kann man sich selbst sehen. Ich weiß aber nicht, ob das nur eine Metapher ist oder einfach stimmt.
Kann ich was nehmen? Hey, was machst du da? Nichts. Das will ich auch hoffen. Mann, ich darf ja gar nichts. Da, hier, guck mal, Buch. Laura lenkt ihn doch gerade ab. Warum sollte ich sie jetzt stören? Ja, das ist eine gute Frage. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben den Gästeausweis. Wir haben eine alte Conroy-Puppe, eine Quaste. Backbuch, Stecknadeln, Nudelholz, Reibe. Also werden wir wahrscheinlich verschiedene Sachen auseinandernehmen müssen oder anstecken müssen oder irgendwas in der Richtung. Ah, guck mal, hier die Schatulle. Kann ich die mitnehmen? Ja, die kann ich mitnehmen. Alles klar, alles klar. Ah, ich habe gerade eine Idee. Hier ist doch eine Schlüsselform. Vielleicht muss ich hier einfach Teig quasi reinmachen und den dann ausbacken und dann habe ich den Schlüssel. Hahaha. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich die Zutaten her? So, was haben wir denn eigentlich alles? Können wir eine Quaste reiben? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Wir könnten... Nein, komm, geh weg. Oh, hier. Oh, lol, das funktioniert sogar. Das war jetzt eher sarkastisch gedacht. Ich dachte jetzt irgendwas mit Häkeln, Stricken, aber es hat funktioniert. Was ist das? Was tue ich hier? Ja, das frage ich mich auch, was du hier tust. Conroy-Puppe? Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, dann ist Conroy Nita. Warum sollte ich das tun? Aha. Was haben wir jetzt? Ah, warte mal, mir fällt jetzt gerade was ein. Die Schatulle lege ich lieber wieder zurück. Er dreht bestimmt völlig durch, wenn er merkt, dass sie weg ist. Ach komm, stell dich an. Ja gut, okay, ist wurscht. Aber wir wissen, wir können es nehmen. Und zwar, mein Gedanke war jetzt gerade... Guck mal, die sind jetzt da. Kann ich diese Attrappe da hinhängen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Dass die einfach eingestaubt wird. Oder auch nicht. Kann ich das darauf anwenden? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Du sollst ja nicht rumalbern hier. Gut, wir haben noch die Reibe, Nudelholz, Backbuch, Conroy-Puppe. Kann ich die kombinieren? Das wird nicht klappen. Nö. Das mache ich nicht. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Gut, okay, das funktioniert alles nicht. Hey, magst du das, Schruffeline? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Alles klar, alles klar. So, da haben wir noch den Ast, die Mauersteine, den Mauerrand. Die Überreste, den Phosphor und Schrofeline. Warte mal, vielleicht weiß die ja was Neues. Ich weiß, dass ihr Schrofs ziemlich giftig sein könnt. Willst du mich wirklich zum Feind haben? Ich meinte nur, dass eure Spezies ziemlich starke Abwehrmechanismen hat. Oh, das stimmt. Meine Haut sondert ein ätzendes Sekret ab. Meine Krallen sind schärfer als Rasierklingen. Und der Letzte, dem ich ins Gesicht gespuckt habe, ist so verrückt geworden, dass er sich kopfüber an einen Baum gehängt hat. Und? Ist bei ihm alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Er ist tot. Okay, die weiß also überhaupt nichts. Nicht zu fassen. Ja, ja, die fliegen immer weg, alles klar. Und ich habe ja hier schon so eine Art quasi Attrappe. Ah, warte mal. Kann ich die von oben runterwerfen? Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hauen sie dann nicht ab. Hat so ein Gedanke einfach. Zack. Dann könnte ich hier so ein bisschen Pulver kriegen oder sowas. Magst du das? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. War auch eigentlich eher so in die Luft gegriffen. So wie viele Sachen, die ich hier tatsächlich mache. Aber es ist trotzdem witzig. So, pass mal auf. Jetzt runterwerfen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, warum nicht? Kann ich das runterfallen lassen und einen erschlagen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nee. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Alles klar. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Runterspringen und fangen. Farbmotten.
Damit kann man Stoffe einfärben. Ihr Staub sieht bräunlich aus. Ja, bräunlich für Schoko und grün für... was weiß ich. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt noch Sachen hier irgendwo zerreiben. Die Frage ist, was wollen wir zerreiben? Warte mal, jetzt höre ich mal nochmal an, was wir da hier für das Rezept brauchen. Für 1A Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Alles klar. Irgendwie müssen wir es also irgendwas hier zerreiben. Hartkekse. Ja. Ah, guck mal da, warte mal, reiben, da ist Rost dran. Und wehe, du sagst was. Die... Hey, nicht die Ruine abrubbeln. Oh, das tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Mann, ich kann ja hier drin gar nichts machen. Das ist ja schlimm. Laura, ihr müsst reingehen. Ich muss Danke, hier drin Laura. Rubbeln. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Alles klar. Wenn wir zurück, kommst du mit? Ah, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir! Ah, damit komme ich jetzt vielleicht hier oben hin und kann dann... Hey hopp. Hey hopp. Hey hopp. Mauerrand. Nö, da passt hier gar nichts. Schade. Mein Gedanke war eigentlich, dass... Ah, warte mal. Laura. Du musst noch mal ablenken, bitte. Hey, Laura. Lenk ihn ab. Dann kann ich gerade rein. Kannst du ihn noch mal ablenken? Mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Aber wozu ihn hier ablenken? Er lässt uns hingehen, wohin wir wollen. Ja, nein. Du sollst bitte ablenken. Hier, nimm das als Ohrstöpsel. Das könnte gegen Steves Gequatsche helfen. Aber wozu ihn hier ablenken? Er lässt uns hingehen, wohin wir wollen. Ja, aber ich will allein da rein. Oder so. Alles klar, wir sind allein hier drin. So, jetzt kann ich das da nehmen. Steve wird nicht merken, wenn ein paar fehlen. Er merkt ja nicht mal, dass er seit Jahrzehnten mit sich selbst redet. So, genau. Dann kann man da noch was abkribbeln. Genau. Halt, da unten. Das können wir noch mitnehmen. So, dann können wir da... Warte mal, reibe. Da können wir hier das Schild abreiben. Rubbel die Rubbel. Das hat nicht ganz geklappt. Menno. Alles klar. Okay, was haben wir denn hier noch? Springseil, goldener Teppich. Nektarinenstrauß. Pilze. Kann ich die zerreiben? Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. War ja nur ein Gedanke. Sieht aus wie ein Springseil. Ja, es wird ein Springseil sein. Ah, warte mal. Seil? Nach. Hier. Mit dem Ding hier kombinieren. Summ. Jetzt. So, dann muss ich das wahrscheinlich noch nass machen. Das wird nicht klappen. Oder auch nicht. Wurscht. Wir gehen jetzt hier nochmal raus. Also hoch, meine ich. No? So, gehen wir nach oben. Zum Glück muss ich jetzt nicht mehr alles einzeln anklicken, sondern er hüpft einfach. Ja, und hopp. Kommt man sich fast vor wie im Schulsport. So, hier. Kann ich das jetzt runterhängen? Ja.
Ach, damit kann ich die Tickets einwerben. Die Ausweise haben sich braun gefärbt. Naja, dann könnte ich... So komme ich auf die goldenen Dinge. Nein. Alles klar. Kann ich das Wasser hier Das drin war doch jetzt geraten, oder? Warte mal, braun und grün? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß aber nicht, wie ich an die andere Seite rankomme. Ah, vielleicht kriege ich das einfach hin, wenn ich wieder oben bin. So, gehen wir nochmal raus und scheuchen die, das Phosphor auf die andere Seite. No? So, hier. Husch. Hey, bleibt doch hier. Ich tue euch doch nichts. So. Sie sind abgehauen. Gut, okay, alles klar. Das funktioniert nicht, dann muss ich da hier hey, wieder rein. Hey, bleibt doch hier. Ich tue euch doch nichts. Ich mal nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich von da oben rankomme, also ob er auf die andere Seite laufen kann. Aber ich kann es mal versuchen. Witzigerweise, Laura ist immer schneller als ich. Ich gehe als erstes durch die Tür und wenn ich auf der anderen Seite bin, steht sie schon da. So. Zack. Das kann ich nicht verwenden. Nee, war ja klar. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Jetzt habe ich es gesehen. Ich habe es gesehen. Wir haben hier einen goldenen Teppich, den muss ich hier über den Ast hängen. Dann glitzern sie in Gold. Und dann kann ich meine Karten in Gold färben. Hahaha. Und sie doch keinen Schlüssel backen. Alles klar. Komm, raus. Zack. Und hopp. Ich habe mir auch gerade schon gedacht, wie soll denn braun und grün in Gold werden? Hallo? Mach einmal, bitte, danke, gerne. Ja, perfekt, so. Einmal wegscheuchen. Nicht zu fassen. Ja, guck mal, da glitzern sie in Gold. Wir haben seine Farbe geändert. Jetzt ist das Phosphor umhüllt von Goldstaub. Ja, sowas. Goldstaub. Und auf einmal werden die Tickets golden. Sehr schön. Läuft doch wie am Schnürchen. Das wird er gleich blöd gucken, wenn ich hier mit meinem Goldticket komme. So. Dann mach mal. Bling, ding. Wenn das einfärben Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Wenn das doch in der echt nur so leicht wäre. So. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Frankenmotte, ja. Hier, Steve, guck mal. Ich habe ein goldenes Ticket. Ich möchte in die Schokoladenfabrik. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen Ausweis? Oh ja. Bitte folgen Sie mir. Jetzt bin ich gespannt. Schau dir all die versteinerten Asposer an. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposer sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposer. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das, glaube ich zumindest. Tja, das ist eine gute Frage. Es ist hier ein ganzer Haufen da. Wir haben alle ganz verschiedenste Nasen. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier Schale, Steve, Versteinerte. Da haben wir noch einen Versteinerten, den Wind, einen Windbrunnen und Laura. Komm, wir reden jetzt erstmal mit Laura. Beziehungsweise, was hat er diesmal für eine nette Umschreibung für sie? Das ist Laura. Sie ist das erste Mädchen, das ich jemals getroffen habe. Conroy hatte eine ganz klare Frauenpolitik. Sie lautete: keine Frauen.
Ja, sehr traurig. Hey, Laura! So, was haben wir hier? Windkapelle und die Zeichnung. Ja, was hat es mit der Zeichnung eventuell auf sich? Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Tja, da hat sie wohl recht. Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Ich frage mich, warum diese Leute hier einen Saal um den Windbrunnen gebaut haben. Ja, und warum haben sie alle drumherum gestanden und Musik auf ihren Nasen gemacht? Vielleicht waren sie so eine Art Club der Windanbeter. Ich kenne mich nicht aus mit Clubs. Conroy hat mich mal in einen Fanclub gesteckt, den er für sich selbst gegründet hat. Klingt nach ihm. Alles klar. Gut, da haben wir so nichts weiter. Vielleicht waren die das ja einfach, die hier was Sinnvolles gemacht haben. So. Schauen wir uns den mal an. Ein versteinerter Asposer. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich. Und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Vater. Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Warte mal. Was hält er denn da? Das da hält er zu. Also. Hoppala. Steve, ist gut. Tschüss. Wenn wir rausgehen und wieder rein, ist Steve dann weg? Na, ihr wollt zurück. Folgen Sie mir. Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der Punkt. Laura, er will nicht, dass wir allein hier herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht vollkommen überflüssig vorkommst. Bitte geleite uns hinaus. Sehr gerne. Mir nach. Können wir jetzt alleine wieder rein? Bitte. Sie ist fest verschlossen. Und Steve hat einen Schlüssel auf seiner Theke. Ach komm, ernsthaft? Okay, dann gehen wir mit Steve nochmal rein und schauen uns so nochmal um. Alles klar. Und ich dachte, wir können wieder alleine rein, dann können wir ein bisschen was machen. Also Goldticket, Steve, lass uns mal bitte rüber. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen Ausweis? Oh ja. Den hattest du gerade schon in der Hand, Steve. Bitte folgen Sie mir. So, okay, alles klar. Was haben wir hier noch? Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Ja, vielleicht können wir da was machen. Nein, mir ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Soll sie ja nicht in den Tod stürzen. All diese versteinerten Asposer haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Anfassen. Und da oben ist noch ein Kristall, habe ich gesehen. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Ja, es soll ja nichts passieren. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, du sollst verhindern, dass was passiert. Ah, warte mal, hier. Aber eine Schale. Eine leere Schale. Jo. Damit kann ich nichts machen. Noch nicht. Oder kann ich das hier reinkippen? Oder reinstellen? Ah! Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf?